Ich begrüße nun bei mir im Studio Dr. Gustav Gressel, Russland- und Militärexperte. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hallo. Die 2%, das NATO-Ziel. Eigentlich war man sich in Deutschland einig, ab jetzt will man es einhalten. Nun auf einmal wird das Ganze wieder gestrichen. Was bedeutet das in Zeiten, die wir gerade hier jetzt sehen in der Sicherheitslage? In erster Linie Verunsicherung. Das Problem ist, das Sondervermögen kauft ja dringend benötigte Systeme ein. Wir haben Arrow 3 in den letzten Tagen erlebt. Es kommen noch Hubschrauber, es kommt digitaler Funk, es kommt die F-35. Und diese Systeme haben natürlich auch Betriebskosten. Das Zweite, wir haben erlebt zum Beispiel, dass die Bundeswehr in Munitionsbevorratung unter ferner Liefenhaus 2 Tage, 4 Tage Munitionsvorrat, je nachdem, was für Klasse an Waffen. Auch hier muss nachbeschafft werden. Auch hier muss ein erhöhter Übungsbedarf eingepreist werden. All das sind Dinge, die über die Jahre Geld kosten. Und das Sondervermögen ist so eine Art Posten, die halt so ein kurzfristiger Bonus ist, aber wo man sich nicht, wo man im Grunde nicht weiß, wie es danach weitergeht. Und natürlich weiß dieser Finanzminister, dass der nächste Finanzminister darüber dann entscheiden wird müssen, wie es mit dem Bundeswehretat weitergeht. Aber er will es anscheinend nicht selber tun, beziehungsweise die gegenwärtige Regierung will das halt eben auch auf die lange Bank schieben. Derweilen sitzt die Bundeswehr da und fragt sich, okay, wie können wir unsere Bündnisverpflichtungen, wie können wir unsere Modernisierungsziele erreichen, wenn wir eigentlich nicht wissen, was in ein paar Jahren los sein wird. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.